Ich glaube, die Katze will gar nicht wirklich raus. Sie hat jetzt nur zur Begrüßung mal kurz miau gemacht. Jetzt sitzt, also, beziehungsweise was sitzt da. Sie liegt jetzt. Sie hat sich da hingeschmissen. Das macht sie ganz gerne mal. Und jetzt, maunzt sie mich im Liegen an. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was willst du von mir? Echt? Na sowas. Ich glaube, ich lasse sie mal kurz raus. Kleinen Augenblick. Guckt euch in der Zwischenzeit diesen wunderschönen Brunnen an hier. Bin sofort wieder da. So, da ist er auch schon weg. Ich setze mir nur kurz die Kopfhörer wieder auf. Boah, ich schwitze. Die Kopfhörer sind klitschnass. Das merkt man erst, wenn man die zwischendurch mal kurz abgenommen hat. Es ist aber auch verdammt warm. Deswegen auch wieder offenes Fenster, falls man da irgendwie besonders laut hier Autogeräusche oder sowas hört. Tut mir leid. Müsser durch. So, wir hatten ja angefangen hier in der Halle der Leistung, ne? Da waren wir ja reinmarschiert. Oh, da kommen uns welche entgegen, die wir teilweise noch nicht kennen. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Die Nirja, die kennen wir noch gar nicht. Das ist bestimmt auch eine Ich Studentin. glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Das sind Lügen. Alles Lügen. Mir ist es egal, was sie euch gesagt hat. Es sind alles Lügen. Wovon zur Hölle sprichst du? Faralda. Tut nicht so, als hätte sie nichts gesagt. Ich kenne sie. Ich weiß, was sie im Schilde führt. Was für ein Problem hast du denn mit Faralda? Die ist doch nett. Die hat mich hier reingelassen. Für nur 30 Goldstücke. Und so einen kleinen Taschenspielertrick. Was ich für ein Problem mit ihr habe? Sie hat ein Problem mit mir. Sie fühlt sich durch mich bedroht. Durch mein Können als Zauberin. Durch meine Eleganz und Haltung. Durch mein überlegenes, gutes Aussehen. Und deine Bescheidenheit. Aber sie wird mich nicht unterkriegen. Oh nein. Das lasse ich einfach gar nicht an mich heran. Das will sie doch nur. Sie versucht, mein Selbstvertrauen zu untergraben und mich in Selbstzweifel zu stürzen. Nun, das wird nicht funktionieren, das sage ich euch. Okay. Ich denke mal, die Beziehung zwischen Nirja und Faralda wird auch noch Teil einer Quest oder eventuell sogar der Quest werden hier. Ich denke, wir werden mit den ganzen Intrigen in dieser Magiergemeinschaft noch einiges zu tun kriegen. Also gut. So, da ist der Haupteingang. Deswegen gucke ich nochmal kurz, ob hier drüben noch was ist. Das hier war ja die Halle der Bekräftigung, ne? Genau. So, da in der Ecke steht noch was. Ist zwar kein Eingang oder sowas, aber so ein kleines Lager. Mit einem großen Sack. Sag mal, wie geht's dir so? Was ist das hier eigentlich? Also, wessen Statue ist das? Ist das wieder irgendeine Dedra-Gottheit oder keine Ahnung? Irgendein besonders großer Magier? Ich weiß es nicht. Ich betrete jetzt einfach mal die Halle der Elemente. Ich habe nämlich gehört, da sollen wir an unserer ersten Unterrichtsstunde teilnehmen. So, zeig mal her hier. Gemächer des Erzmagiers. Schlüssel erforderlich. Gut zu wissen. Das Arkaneum. Auch gut zu wissen. Da gehen wir dann auch noch hin. Und das da sieht aus wie Unterricht. Richtig? Oder stehen wir einfach nur alle im Kreis hier? Sag doch mal, Ancano. Ah, noch ein neuer Lehrling. Seid ihr einer von denen, die glauben, sie seien hier, um die Welt zu ändern? Oder geht es euch nur um euch selbst? Ich versichere euch, dass ich euch alle sehr genau beobachten werde. Das ist doch der Typ, der mit der Mirabelle gesprochen hat da draußen. Worum ging es denn bei dem Gespräch mit Mirabelle? Euer Vorgesetzter und ich hatten nur eine Diskussion über das Ausmaß meines Zugangs zur Akademie. Aha. Die Diskussion hat sich aber eher wie ein Streit angehört. Vielleicht ist das der Grund, warum ihr hier nichts weiter als ein Lehrling seid. Vielleicht ist der Grund, warum ich hier nichts weiter als ein Lehrling bin, auch die Tatsache, dass ich erst seit 10 Minuten hier bin. Gibt's denn ein Problem? Nichts, womit ihr euch befassen müsstet. Ich bin imstande, hier alles im Auge zu behalten. Du bist doch ein Talmor, oder? Ich möchte mehr über die Talmor erfahren.
Nachdem die Beziehungen zwischen Bund und Kaiserreich nun stabil sind, möchten wir nur noch Himmelsrand helfen. Wir möchten seine Einwohner durch diese Zeit der Veränderung leiten und sie in eine bessere Zukunft führen. Was macht ihr hier? Ich bin der Berater des Erzmagiers. Die Talmor möchten die Beziehungen mit eurer Akademie fördern. Ich stehe dem Erzmagier zur Verfügung, wenn er Rat benötigt. Fragt der Erzmagier euch denn oft um Rat? Vielleicht nicht so oft, wie er sollte. Mit der Zeit wird er aber bestimmt mehr Vertrauen entwickeln. Tja, wenn du das meinst. Ich muss mich jetzt wichtigeren Angelegenheiten zuwenden, zum Beispiel meine Schnürsenkel zumachen. Ich mag nämlich die doofen Talmor nicht. Die sind, doof. Die haben uns schon mal abgeschlachtet, ohne jeden Grund. Ganz am Anfang unserer Abenteurerkarriere. Ich denke, inzwischen würde der Kampf ein bisschen anders gehen. So, wer bist du? Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Einer der Lehrer, ne? Dann zeig doch mal, was du so anzubieten hast. Die hiesigen Nord können uns vielleicht nicht leiden, aber es scheint ihnen nichts auszumachen, dass wir ihnen zu verzauberten Waffen und Rüstungen verhelfen. Gibt es Akademieangelegenheiten, bei denen ich helfen kann? Aber sicher. Ich habe noch einen Kunden. Er will, dass ich etwas verzaubere. Ihr könnt es für mich abholen, wenn ihr wollt. In Ordnung, das kann ich machen. Also gut, beeilt euch bitte, ja? Für die Akademie ist das eine gute Möglichkeit, etwas Geld zu machen. Hier, Name und Aufenthaltsort des Kunden. Gehe zu Alam in Weißlauf und hole den Gegenstand ab. Das ist doch wieder eine dieser zufallsgenerierten Quests, oder? Die man beliebig oft wiederholen kann. Könnt ihr mich in Verzauberung unterrichten? Hier seid ihr an der richtigen Stelle. Ich werde euch gerne unterrichten. Ja, freut mich. Ich brauche eine Verzauberung. Ach, ihr bekommt das schon hin. Wenn nicht, hat Urak vielleicht ein Buch parat, das ihr lesen könntet. Könnt ihr es nicht für mich tun? Nein. Nein, das kann ich nicht. Ich habe genug zu tun. Nutzt diese Gelegenheit doch einfach, um an euren Fertigkeiten zu feilen. Aber ich bin faul. Na gut. Also gut. So, sehen wir uns weiter um. Wen oder was gibt's denn hier noch? Wir müssen noch, zwei Lehrer müsste es noch geben, ne? Wiederherstellung und, was anderes. Und ein paar Studenten. Willkommen. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Eine Khajiit oder ein Khajiit? Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Hallo. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Arroganz. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Die Verzauberungsdienste gehören zu den Klappe zu. Eine Chance zu zeigen, was wir tun können. Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Tut mir leid, ich wurde gerade von irgendeinem Typen angequatscht, während ich versucht habe, ihm zuzuhören. Worum geht's? Sicherheit geht vor. Nun, eure Klassenkameraden scheinen da aber ganz anderer Meinung zu sein. Ist mir egal. Oh, hört nicht auf ihn. Wir können es schaffen. Gebt uns einfach nur eine Chance. Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Okay, das klingt nützlich. Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut?
Naja, wir haben diese Eichenhaut, oder wie das heißt, aber das ist ja eher so eine Erhöhung unseres Rüstungsschutzes. So einen tatsächlichen Schutzzauber haben wir ja nicht. Und auch keine Dialogmöglichkeiten. Deswegen sage ich einfach mal, nein, Tolf dir, geiler Name übrigens, ich kenne keine Schutzzauber. Schon gut. Ich kann euch einen sehr einfachen Schutzzauber beibringen, der für diese Unterrichtsstunde ausreicht. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Ja, warte mal. Dort hinüber, bitte. Warte mal. Oh, hier so allmählich. Das müsste ja... Was ist denn das dann? Veränderung? Illusion ist es nicht. Zerstörung natürlich auch nicht. Ist das eine Beschwörung? Nein. Eine Wiederherstellungsmagie. Absorbiert bis zu 40 Schadenspunkte durch Zauber oder Effekte. Das ist natürlich geil. Vor allem, weil es den Rüstungswert nebenher auch noch erhöht. Das packe ich gleich mal unter die Favoriten mit. Wenn wir schon dabei sind. So. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Ihr müsst euren Schutzzauber aufrecht halten, sonst wird es nicht funktionieren. Ich möchte euch nicht wehtun. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Ich dachte, ich... Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Ich dachte... Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Jetzt auf den Weg, bitte. Ich dachte, ich stehe schon richtig. Wo soll ich denn hin? Hier direkt rüber. Ich habe keinen Marker. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich stelle mich einfach mal hier drauf. Haltet still. Sehr gut gemacht. So. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Sartal, hier in der Nähe, begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Yay! Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden. Oder Tagen. Schauen, was uns darin erwartet. Das ist alles für den Moment. Danke. Ist ja schon cool. Erste Lektion abgeschlossen, Karte aktualisiert. Begonnen unter Sartal. So. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Ja, warte mal, Tolfdir. Ich will kurz mit der Dingens hier reden. Bevor ihr fragt, ja, bei meinen Vorfahren hat Magie immer eine große Rolle gespielt. Und nein, ich möchte nicht darüber reden. Ja, ich weiß, dass es in Winterfeste einst von meiner Art wimmelte. Und nein, es macht mir nichts aus, dass sie nun alle fort sind. Ist damit nun alles geklärt? Bitte was? Ich habe einfach die ganze Fragerei satt. Ich bin hier, um zu lernen und nicht, um mich immer wieder zu rechtfertigen. Verzeiht, ich wollte euch nichts unterstellen. Schon gut. Wisst ihr etwas über Sartal? Eigentlich nicht. Nur, dass es sehr, sehr alt ist. Ich glaube, es war eine der ersten Städte der Menschen in Tamriel. In Winterfeste lebten einst viele Dunkelelfen? Habt ihr das nicht gewusst? Vor der Oblivion-Krise haben viele Elfen in Winterfeste gelebt. Und noch mehr haben jedes Jahr die Akademie von Morrowind besucht. Danach hat das Misstrauen gegenüber der Magie vielen das Leben schwer gemacht. Manche gingen fort, weil sie den wachsenden Hass der Nord nicht mehr ertragen wollten. Andere sind nach dem Roten Jahr, als Fadenfell ausbrach und große Zerstörung verursachte, wieder heimgekommen. Winterfeste selbst ist in den Jahren zwischen damals und jetzt gestorben. Geblieben ist nur noch eine leere Hülle. Eigentlich ist nur die Akademie noch übrig. Was wisst ihr über Ankano? Ich weiß, dass mir nicht gefällt, wie er mich ansieht. Ich kann nicht sagen, ob er darauf wartet, dass ich mich selbst in die Luft jage oder dass ich ihn umzubringen versuche. Aber es ist klar, dass er keinen von uns traut. Gefällt es euch hier an der Akademie? Bislang schon. Und sei es nur, weil mir niemand sagt, was ich alles erreichen müsste. Ich will nur lernen und nicht darüber nachdenken, welche Erwartungen andere an mich stellen. Das ist eine gute Einstellung. Bis zum nächsten Mal.
So, die anderen beiden bleiben da stehen. Dann können wir ja gucken, ob wir den Dingens noch einholen hier. Den Lehrer. Oder ob der schon ganz weit weg ist inzwischen. Der müsste ja theoretisch hier lang gegangen sein, ne? Da ist er ja. Ich würde nämlich gerne mit dem noch reden. Die Akademie wird für euch da sein, was auch geschieht. Wir kümmern uns immer um unsere Leute. Könnt ihr mir mehr über Schutzzauber sagen? Das Entscheidende bei Schutzzaubern ist, dass sie Zeit zum Aufladen brauchen. Nicht lange. Aber ihr könnt nicht anfangen, einen Zauber zu wirken, wenn ein Feuerball schon auf euch zukommt. Und wenn ein Schutzzauber nicht durch einen Gegenzauber außer Kraft gesetzt wird, lädt er sich nach kurzer Zeit wieder auf. Aber seid vorsichtig. Schutzzauber zu wirken erfordert permanente Aufmerksamkeit. Und ihr könnt dabei leicht eure gesamten Magika-Reserven verbrauchen. Könnt ihr mich in Veränderungsmagie unterrichten? Ich gebe gerne etwas von dem weiter, was ich weiß. Achso, dann will er jetzt auch wieder, ja, später. Bis zum nächsten Mal. Danke, Tolf, dir. Jetzt gehen wir nochmal zurück und reden mit den anderen Studenten. Wisst ihr, dies ist einer der sehr wenigen Orte, wo ihr eine ordentliche Ausbildung in den verschiedenen Schulen der Magie erhalten könnt. Das freut mich, deswegen bin ich auch hier. Und vor allem auch, weil es eine ganz interessante Queste zu werden verspricht. Ich finde es auch gut, dass wir hier, anders als bei den Gefährten, mehrere Questen auf einmal annehmen können. So, ihr anderen beiden Schüler. Vor allem hier der Khajiit. Jasoro könnte kaum verschiedener als L2er sein. Aber die Magie ist überall gleich. Wir haben ja jetzt schon den ein oder anderen Khajiit tatsächlich getroffen, auch wenn die hier in Himmelsrand eher selten zu sein scheinen. Aber mal ganz ehrlich... Jasoro wird überall hingehen, um mehr zu lernen. Sogar ins Reich des Vergessens, wenn es nötig ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir auch bisher nur einen einzigen Argonia irgendwo gesehen haben. Khajiit sind nicht als Magier bekannt. Cesargo muss also einiges unter Beweis stellen. Also ein Echsenmenschen, ne? Kann ich mich nicht dran erinnern. Wir haben sogar mehr Orks als Echsenmenschen gesehen. Ihr seid neu, stimmt's? Beherrscht ihr schon die Expertenstufe der Zerstörungszauber? Noch nicht, aber ich arbeite daran. Ah, das ist gut. Aber Cesargo wird sie zuerst beherrschen. Es ist eine gute Sache, endlich mit Magiern zusammen zu sein, die mit Cesargo mithalten können. Du bist ja auch alles andere als eingebildet, nicht wahr, mein kleiner Kater? Bist du ziemlich aufgeregt hier zu sein, wa? Schwanzwedeln und so? Oh, ja. Cesargo hofft, hier auf Dinge zu stoßen, die ihn zu einem mächtigeren Magier machen. Hoffentlich kleine Dinge, die in Taschen hineinpassen und bei denen nicht auffällt, wenn sie fehlen. Aha, sehr selbstsicher. Cesargo ist sich sicher in vielen Dingen. Es gibt magische Fertigkeiten, Zauber und einen starken Willen. Cesargo wird erfolgreich sein. Daran besteht kein Zweifel. Ich mag den Kater irgendwie. Also ich mag ja Katzen allgemein sehr gerne. Ich bin ja so ein richtiger Katzenmensch. Was mich noch ein bisschen irritiert, ist, theoretisch müssten hier noch ein oder zwei weitere Lehrer rumschlabenzeln, die sich mit den anderen Schulen der Magie beschäftigen, aber ich habe keine Ahnung, wo die noch sein könnten. Wir sind doch eigentlich einmal hier über das ganze Gelände getigert jetzt, oder? Aber das nur am Rande. Jetzt unterhalten wir uns weiter mit Cesargo. Denn es geht nicht immer nur um die Konkurrenz. Oh, das stimmt aber nicht. Ihr seid doch nur anderer Meinung, weil ihr gerade schwer verliert und es nicht merkt. Wenn du meinst, und warum bist du hier in der Akademie? Den Magiern in Cyrodiil geht es nur um Politik. Die Synode und die Akademie des Flüsterns sind zu sehr damit beschäftigt, Geheimnisse zu hüten, als zu lehren. Himmelsrand war nicht Cesargos erste Wahl.
Aber Winterfeste hält sich von politischen Dingen fern und widmet sich ganz der Forschung. Dies ist der Ort, an dem Cesargo groß werden wird. Oh ja, wirst sicher mal ganz groß. Und jetzt lass dich am Bauch kraulen. Komm her. Hm? Komm her. Mhm. Echt? So, und on Mund. Guten Tag, der Herr. Auch neu hier, was? Ich hatte ja gehofft, dass ich hier nicht der einzige Nord wäre, aber ich hätte es besser wissen sollen. Wieso gibt es denn nur so wenige Nord an der Akademie? Die meisten meiden Magie. Wenn man nicht damit herumfuchteln und Schädel spalten kann, wollen die meisten Nord nichts damit zu tun haben. Die Magie gilt als Waffe für Elfen und schwächere Völker. Damit will ich euch natürlich nicht zu nahe treten. Das liegt auch auf der Hand. Die Nord trauen der Magie im Allgemeinen nicht über den Weg, also ist das eine schlechte Ausgangslage. Dazu noch die Oblivion-Krise, verursacht von den Magiekundigen, und die aktuellen Schwierigkeiten mit dem Altmeri-Bund. Das sind Elfen und ebenfalls Magiekundige. Und schließlich die Tatsache, dass die Akademie als einziges noch stehen geblieben ist, nachdem fast der gesamte Rest von Winterfeste zerstört wurde. Das macht alles keinen guten Eindruck. Was wisst ihr über Ankano? Das ist doch der Talmor da hinten, ne? Der Talmor? Ich weiß, dass er ein Talmor ist und dass er behauptet, nur als Berater hier zu sein. Ich weiß auch, dass das niemand ernsthaft glaubt. Um ehrlich zu sein, ich versuche, ihm aus dem Weg zu gehen. Ist es schlimm für euch, von eurer Familie getrennt zu sein? Nein, gar nicht. Ich finde, es ist ein Segen. So schlimm, ja? Meine Familie war überzeugt, dass das Leben hier ein Todesurteil oder noch Schlimmeres sein würde. Es dauerte Jahre, bis ich sie überzeugen konnte, dass dies meine Bestimmung ist. Tja, dann noch viel Spaß beim Bestimmen. Ich gehe dann mal wieder. Ich wüsste jetzt gerne, zumindest fehlt hier die Wiederherstellungslehrerin ich noch. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Ach so, wir waren ja auch noch gar nicht im Arcaneum. Vielleicht ist die ja da drin. Die soll ja so einen schwierigen Charakter haben. Die würde ich jetzt ganz gerne noch treffen. Auch wenn ich dann jetzt hier so ein bisschen überziehe. Na, hier sehen wir uns jetzt noch schnell um. Da geht's nach Himmelsrand. Da geht's nach Himmelsrand. Guten Tag, da hinten sitzt auf jeden Fall schon mal jemand. Das ist ein gutes Zeichen. Oh, ein alter Ork, glaube ich. Ich meine, das war ein Ork. Hallo. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Natürlich. Geiler Bart, Alter. Ihr seid nun im Arcaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arcaneum. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Gibt es Akademieangelegenheiten, bei denen ich helfen kann? Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. An gefährlichen Orten bin ich immer interessiert. Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. Ich wette, dass ist auch wieder eine dieser zufallsgenerierten Mini-Quests. Ihr nehmt eure Arbeit sehr ernst. Natürlich. Wäre dem nicht so, wären diese Bücher noch vor der dritten Ära verbrannt worden oder im Nichts verschwunden. Magier müssen immer wieder daran erinnert werden, sorgfältig mit dem Forschungsmaterial umzugehen. Eine wirklich beeindruckende Bibliothek. Ein Magier ist nur so gut wie sein Wissen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass so viel Wissen wie nur möglich verfügbar ist. Wir verwalten diese Sammlung nun schon seit der zweiten Ära. Seither kamen und gingen manche Bücher, doch die Sammlung ist größtenteils intakt. Gibt es spezielle Bücher, nach denen ihr sucht? Ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Nein. Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien.
Er schrieb mehr, als ihr es für möglich halten würdet. Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind jedoch nutzlos, wenn man sie nicht übersetzen kann. Ich bin einer der wenigen, die diese Fähigkeit besitzen. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Charlidors Erkenntnisse. Finde Charlidors Schriften, das klingt doch interessant. Jetzt gucken wir noch schnell, was der zu verkaufen hat hier. Bitte achtet darauf, dass eure Hände sauber sind, bevor ihr etwas anfasst, ja? Klar. Bücher. Aber gar nicht so viele eigentlich. Dafür, dass er hier so groß war, bla und blub, ich habe Bücher. Also eigentlich ist das sogar relativ traurig. Da ist unsere Bibliothek definitiv größer. Na gut, alter Mann, ich lass dich mal wieder alleine hier. Also gut. Spiel mit deinen Büchern. Naja, gut, dann würde ich sagen, sind wir wohl... Hier geht's nach hoch. Ach, die Gemäßer des Erzmagiers. Na gut. Dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche fertig. Die nächste Woche, da werden wir uns wieder diversen Quests zuwenden. Werden mal gucken, ob wir diese Becken reinigen können. Vielleicht machen wir diese Expedition für den Unterricht. Und eventuell besorgen wir uns Azuras Stern. Ich bin der Rio, ich klinke mich jetzt aus und ich hoffe, wir hören voneinander das nächste Mal, wenn es hier auf diesem Kanal wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal eine schöne, gute Nacht.